Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück im Teufelsturm in Gang. Oder nein. Nee, warte, der Teufelsturm ist vorne, oder? In Gang Schloss auf jeden Fall. Oh. Wir sind ja gegen Lichtpfeile immun. Na sowas. Das kennt man aus manchen anderen Spielen anders. Ja, vorher noch, bevor wir weitergehen zum Essigel, gibt es hier ein kleines Geheimnis. Nur leider prallt mein Spielschild alles ab. Ah, Blödsinn. Prallt nichts ab, sondern zerstört alles. Schauen wir mal so. Lass mich laufen und ich verkaufe dir rotes Elixier für 40 Rubine. Oh. Ups, dann wahrscheinlich besser. Halt ein, lass mich gehen und ich verkaufe dir Pfeile. Nö. Ups, weggedrückt. Hab Gnade, verschone mich und ich verkaufe die grüne Elixier. Nope. Hier kann man sich nochmal ein wenig auffüllen. Natürlich mit dem Auge Wahrheit kann man das sehen. Tja, dann wollen wir uns nochmal hier umsehen in Wasser-Eis-Bereich. Dingens. Na gut, dann lassen wir mal die Käferchen frei. Du nimmst doch vielleicht das Feuer. Ja, das sieht nach Feuer aus. Ach hey. Oh Mann. Ja genau, gleich nochmal. Und weg sind sie. Das ist ja klar. Eisfalle. Oh Mann. Verdammten Eisprinzen. Ja, hier ist wieder sein Herz drin, was man da drüben verliert. Schleicht das sich einfach an. Schleicht sich dieser Penner einfach so an. Ach du Scheiße. Verdammt. Na gut, muss ich wieder zurück, weil ich habe kein blaues Feuer. Ich wusste, ich hätte es mir mitnehmen sollen. Nee, das war schon mal ein Fehler. Ja, dann war es wohl schon mal ein Fehler, den hier reinzuschieben.
Nein. Schieben. Dann vielleicht eher so. Ja, das könnte hinhauen. Oh Mann, hier rutscht man so schon. Man stelle sich mal vor, ich hätte die Klettstiefel an. Man sieht, der Wasser-Dungeon oder Wassertempel hätte eigentlich ein Eistempel sein sollen. Das Rätsel hier hat überhaupt nichts mit Wasser zu tun. Achso, plötzlich, ich brauche ja gar keinen, Block, um darauf zu kommen. Das kriegen wir auch so hin. Und da sind wir auch schon. Ein Herzchen. Etwas Magie. Lichtpfeile brauchen wir ganz schön viel an Magie. Doch nicht, ganz so viel. Nicht so viel wie ein Wind Waker. Ruto. Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Liebster. Das mit dem Liebster, können wir da auch mal drüber reden dann? Und wieder ein Siegel erledigt. Das Schattensiegel. Welch Unheil erwartet uns hier? Gar nicht so viel. So raten. Da brauchen wir natürlich auch noch die Gleitstiefel. Bup, bup, bup. Ach du Scheiße, das ist eine begrenzte Zeit. So sieht es nämlich aus. Soll ich jetzt einfach rüber oder was? Nein, definitiv nicht. Ah. So ist das. So ist das nämlich. Gehen wir mal da lang. Natürlich ohne Gleitstiefel. Thank you.
Nein! Alter! Ja, gut, ich gehe zurück und kaufe grünes Elixier. Mann, das ist ja wohl ein Scherz. Wieder zurückwechseln. Nee, machen wir so. Nein. Nein. Ist ja wohl ein Scherz. Ich kann nicht drüber lachen eigentlich. Ja, scheiß auf die Gleitstiefel. Da ja bei jedem Mal runterfallen scheinbar auch alles resettet wird. Also werden wir gleich rausfinden. Ah, doch nicht ganz. Ja, genau. Wehe. Ich glaube echt, ich spinne. Jetzt ist natürlich mein Zeugs weg. Da hat echt meine Coronenrüstung geschluckt, die jetzt weg ist. So, was befindet sich hier drinnen? Sind es etwa die... Jawohl, die Titanhandschuhe. Du fühlst noch größere Kraft in den Armen. Du packst schwere Dinge wieder. Boah, wenigstens war es das hier. Impa. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Jo, Mama. Bin ja schon dabei. Gut, wir machen zuerst das Lichtsiegel. Jetzt muss ich mir erst irgendwo wieder eine neue Kronenrüstung besorgen. Und ja, dank der Titanhandschuhe können wir nur noch sowas tragen, heben. Hier nur noch zwei Siegel. Dann haben wir es hier geschafft. Thank you.
Jawohl. Wow. Man weiß ja nie, was drin ist. Ah, hier auf jeden Fall das Richtige. Kein Herz. Ah, eine Falle. Wieder. Komisch, dass man hier nicht in die Kisten reingucken kann, während man das beim Schatzkistenpoker schon kann. Pfeile, und das ist sicher wieder eine Falle. Natürlich. Auge der Wahrheit. Einfach nach Gewohnheit. Ah. Na also, war klar. Ja, je. Super, es geht in die Gegenhand. Oh, was ist hier los? Wo ist das Siegel? Ah, keine Sorge, Freunde. Verarscht! Voll verarscht! Da hätte mich auch gleich so ein komischer Grabscher gepackt. Rauru! Das Lichtsiegel ist gebrochen! Schnell jetzt! Alt bist du geworden! Siegel erledigt. Tja, und jetzt kann ich wieder losziehen, mir eine neue Goronenrüstung holen. Verdammter Raubschleim. Stimmt, warum nehme ich eigentlich den umständlichen Weg? Runter, rechts runter, rechts runter. Ups. Achso. So, jetzt aus. Oh Mann, seit wann kann man sich hier drin nicht wahren? Ich könnte jetzt doch sonst in jeden Tempel. Schön, machen wir es eben von hier aus. So, na gut, aber der Bart ist auch schon zu Ende. Gut, Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und im nächsten Part holen wir uns eine neue Goronenrüstung. Sehen zu, dass wir schnell weiterkommen und lieber mal Pause drücken. So. Und ja, gehen wieder zurück. Zu in etwa. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!